Pierre, was war da los in der ersten Minute? Ich glaube, das war der dritte Minute, oder? Nee, war die erste. War schon die erste? 48 Sekunden. Achte, ja. Ein Arm im Gesicht bekommen, heißt es. Wenn man nicht schießt, dann treffen wir sowieso nicht. Wenn man schießt, kann man einfach schießen, aber ich habe einfach gewartet, was Torwart macht. Und darauf trainiert mit Ralle und hat geklappt, also war gut. In der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber mir oben auf der Tribüne ist andauernd der Puls hochgejagt. Ja, für die Zuschauer war es natürlich ein brutal attraktives Spiel. Torraum 10 auf beiden Seiten, es ging hoch und runter. Als Trainer wird man dann schon mal wahnsinnig. Was bedeutet das jetzt, dass ihr zweimal hintereinander jetzt in einer Situation, wo ihr nicht so gut drauf wart, punkten konntet? Also ich hoffe, dass es bedeutet, dass jetzt Ruhe einkehrt, was den Trainer angeht, der Medienlandschaft. Was wäre aber auch nicht. Wir haben jetzt einfach gewonnen, das ist gut so. Genauso wenig, wie wir hektisch geworden sind, als es vielleicht nicht so ganz so gut lief, heben wir jetzt auch nicht ab, weil wir jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen haben, sondern wir müssen täglich hart arbeiten, um einfach den nächsten Schritt zu gehen in unserer Entwicklung, in unserem Umbruch. Und das ist nicht mehr und nicht weniger.